Oder direkt hier. An der Quelle. Und dann von hier aus weiter. Das heißt, sobald es sich staut, staut sich der Überschuss hier und kann wegtransportiert werden, außer halt die Kiste, weil sie nicht im Einflussbereich ist. Was ein wenig ärgerlich ist, aber na gut. Oh, ich habe ganz schön viele Akkus dabei, die ich irgendwo einsortieren sollte. Oder einfach aufbauen. Und ich habe immer noch keine Fabrik gebaut, die die Poles baut. Das ist auch nicht gut. Kommt mit auf die Liste. Das ist doof. Warum hier so komische Kisten überall? Da habt ihr was zu tun, Roboter. 285 sind es inzwischen. Das geht so gut ab. Sehr schön. So, und hier staut es hier einigermaßen oder wird es weniger? Hält sich, ja. Ich sehe es noch nicht in den oberen Reihen unten rechts in der Übersicht. Die Jungs hier sind fleißig am rauslegen, aber ich denke, ich brauche hier mal schnellere Fließbänder. Davon eigentlich ein paar mehr. Und eigentlich auch mehr von den Ärmchen. Ja, wobei, 170, 50, ja, es wird stetig mehr. Sollte okay sein. Ein wenig komisch, dass ich die Kupferplatte noch nicht sehe unten rechts, weil das sind hier allein schon 200, 300 Stück drin. Und in der dritten Reihe von der Übersicht haben wir Sachen mit 110 nur. Das heißt, die werden alle schon gleich angefordert und irgendwo verbraucht. So. Also, das gefällt mir schon mal sehr gut. Dann Eisen mit weniger. Na. Ich wollte gerade, ich glaube, das hier langziehen. Mit den Dingern, die ich habe, mit dem Landfill. Um dann hier irgendwo noch ein Robobot hinzuklatschen, damit auch da noch mehr Abdeckung ist. Brauche ich unbedingt Licht. Ne. Brauchen hier irgendwo unbedingt Licht. So, da sollte es rüber, ne? Wo ist der Landfill? Da ist der Landfill. Also hier. Moment. Ist es falsch rum gedacht, oder? Ja, ist es. Sollte trotzdem okay sein. Du. Ich mach das jetzt alles zu und kappe dadurch denn das hier. Wofür warst du? Du bist für da oben Wasser. Das ist wichtig, verdammt. Okay, kurz umbauen. Gib mir die Pumpe da. Wo ist die Pumpe da? Da. Setz die hier hin. Und mach das Rohr einfach dahin. Denn hier ran. So. Dich da anschließen und dich da dran. Und jetzt kann das hier alles weg. Ist noch irgendwo ein Fisch drin, bevor ich es wegmache? Muss man ausnutzen, ne? Jetzt einen Fisch wegfischen und so. Zack. Du weg. Und dum, 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 dum. Weg. Jetzt nicht aus Versehen hier klicken. Gut. Das heißt, das ist verplant für oben Engine Block. Das ist verplant für unten Engine Block. Ich könnte schon mal ein paar von den Dingern da bauen, damit ich später auch weiß, wo was hinkommt. Zack, 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 zack. So ist der Abstand, ne? Ja, geht einigermaßen auf. Da oben wird es dann schwierig, wegen dem da. Schauen wir mal.
Ne, es geht auf. Super. Das heißt, die hier müssen noch irgendwann leer werden. Und dann passt das. Können wir ein bisschen schauen. Dann hätten wir auch da keine Stromprobleme mehr. Wobei, ja, wir haben Stromprobleme. Ich wollte gerade sagen, wobei es ja gar nicht so schlimm aussieht. Aber es sieht schlimm aus. Jo. Keine Frage. Sieht schlimm aus. Was wollte ich noch machen? Ich wollte bei der Osterweiterung regelmäßig die Türme setzen. Ich wollte die gesamte Fläche der Osterweiterung füllen mit dem Strommastmuster, wofür ich die Strommäste halt mal automatisieren sollte. Und dann dazwischen die Dinger reinlegen. Das kann man alles weg. Dazwischen den die ganzen Solarpanels reinlegen. Weil hier sind sie jetzt nur mal da, aber so wirklich einheitlich ist das auch nicht und sieht doof aus. Aber da ist halt nichts wirklich geplant, was an Struktur hin soll. So können wir alles vollklatschen mit Solarpanels. So, Strommast. So, du rein, du raus. Beschränk dich. So, Baupoles. Da. Schiff rechts, Schiff links. Hochschrauben. Schon wieder Stahl. Ich glaube, sollte man die Stahlproduktion mal kurz angucken. Wie das da so hinterherkommt, ob das alles so mit rechten Dingen zugeht. Ich habe nämlich den Verdacht, dass es nicht so wirklich gut klappt. Und vorher schmeiße ich mal hier ein bisschen was von raus. Und dich. Dich. Dich sollte ich eigentlich auch nicht dabei haben, glaube ich. Plastik brauche ich auch nicht so viel. Draht brauche ich eigentlich nie. So, ist okay. Jetzt runter. Zur Star. Oh, Essen. Ah, ah, ah. Vielleicht schaffe ich es mal. Boah, Schildlis. Die gerechtfertigte Frage kam auch in den Kommentaren. Was ist denn, wenn du jetzt genug Schilde hättest und Generatoren und so weiter, um diesen Drain auszugleichen? Müsste man denn gar nichts mehr essen und trinken? Keine Ahnung. Klingt aber nach einer interessanten Idee. So. Ihr Jungs, wie viel Stahl habt ihr? Nix. Das wird jetzt wieder ein Problem werden, glaube ich. Beschränk dich mal auf 2. Weil es kommt jetzt doch nicht mehr so viel Eisen an, wie ich gerne hätte. Oder wir brauchen einfach mehr Eisen. Das heißt, die Kisten, die jetzt immer so richtig schön voll waren und bei 3700 vor kurzem standen, sind jetzt schon auf 2500 runter. Ah, das ist nicht so toll. Das heißt, es schreit jetzt geradezu danach, dass ich mal die Roboter nutze, um mich zu füttern. Ja, das ist schweineteuer. Nee, lass erstmal die Tränke sich holen. Ich nutze jetzt mal die Roboter, um mich zu füttern, und zwar mit... Was bist du? Wasserfass. Nee. Nicht mit Wasserfässern, sondern... Könnt ihr neue Waffe testen. Ich wollte eigentlich gerade Munition anfordern für die ganzen Gatling-Türme und für die Sniper-Türme und Mauern und alle Sachen, die ich brauche, um eine Basis anzugreifen. Aber ich denke, ich baue lieber eine Produktionsstätte für die Laser-Ammo. Teste das neue Lasergewehr aus. Haben wir hier irgendwo noch einen schönen Slot frei? Das war doch einfach nur für das Laserdrive für die 40 Kilojoule. Und dafür brauchen wir das. Dafür brauchen wir eine Power Source. Power Source war mir ein wenig unheimlich hier zu platzieren. Aber nach dem Erschießungskommando, das ich letztes Mal hören konnte, scheint es hier ja doch einigermaßen sicher zu sein. Ich nehme mir also mal davon ein paar raus. Oh, warte, das kann ich noch anders machen. Ich kann das hier einfach überlappend hinlegen. Shift. Dann wird das nur ergänzend hinzugefügt. Ah, sehr schön. Also das mit den Blueprints und den Shift- und Steuerung-Funktionen von den Blueprints ist echt irre praktisch. Wenn die Roboter halt ein bisschen lahm sind. Du stellst bitte her die Generator-Dinger. Die da. Kann ich auch nicht produktiv machen, weil es ein Endprodukt ist. Das ist schade. Fordere mal bitte das da an. Ohne das Illyrium. Das Illyrium schmeiße ich immer von Hand rein. Ist mir sonst ein wenig zu unheimlich, wenn ich irgendwann mal, wie auch immer, an ganz viel Illyrium komme und das dann alles in Generatoren umgewandelt wird, obwohl ich sie für irgendwas anderes bräuchte. Das wäre schade. Das heißt, du kriegst jetzt einfach mal so
80 Stück. Und das. Und das. Und das. Die Generatoren. Kommen dahin. Und da ist dann vorerst die Laserproduktion. Ein paar Chips. Ein bisschen Eisen. Und den da. Auch über langsam. Schräg dich ebenfalls auf ein Stack, auch wenn ich nicht weiß, wie groß die wirklich sind. Magazine Size 2000. Der schießt 60 pro Sekunde? Okay. Lasergewehr dahin. Munition dahin. Für Waffentests immer die Basis verlassen, auch wenn du nur Bäume schießen willst. Da war was, ne? Rum, da sind Bäume. Okay. Cool. Also es macht keinen Sound. Oh. Und es macht keinen Schaden. Das meinte der Mod-Auto dann wohl damit, dass diese Fan-Version verbuggt ist, ha? Huh? Das ist doch doof. Okay. Okay. Mach das Ärmchen mal da schnell weg. Ich kann doch nur einen davon reintun. Das ist echt unpraktisch. Gucken wir mal, ob das andere Ding auch kaputt ist. Das da. Kriegst wieder ein paar davon. Kriegst wieder einen halben davon. Kriegst Generator. So, und das Gewehr bräuchte ich dann auch nochmal. Aber es sieht echt so aus, wenn einfach was fehlt. Also entweder das oder Bäume sind immun gegen Laserschaden. Ich tue mal kurz die Gatling Gun weg, auch wenn das mein treuester Freund ist seit Folge 10 oder so. Und dich hätte ich gerne. Das, ja, schauen wir dann. Wieder raus. Dann laufe ich, glaube ich, einfach mal zu irgendeinem Feind hin und gucke, ob da irgendwas passiert. Aha, das hat schon mal Geräusche. Macht keinen Schaden, aber es hat Geräusche. Sogar ein ziemlich cooles. Also was Einzigartiges zumindest. Also Plan ist einfach nur dahin zu laufen und mit beiden Laserwaffen einmal zu schießen. Gucken, ob was passiert bei Feinden. Und wenn nicht, wächst ihr von Flammenwerfer. Und die sind garstig gestellt. Kann ja gar nicht zerstören da. Aber ich kann die... Das ist ein Nidus. Ich kann die Nidi da zerstören. Ja, macht null Schaden. Na, leider kein... Dingens, das ist schade. Ich dachte, ich könnte jetzt da ein bisschen was abstauben und erinnert Fakten. Was ist mit der Königin? Kriegst du Schaden von dem? Warte, ich sollte die Königin nicht pullen. Nee. Bräuchte ich irgendwie so einen kleinen Angriffstrupp oder sowas? Haben wir hier vielleicht was? Da wäre eine Mine. Eine Illyria-Mine. Da oben ist bestimmt auch wieder eine Königin, nur kein kleinen Kram. Hier ist keine Königin. Warum ist hier keine Königin? 95.000. Scheiße. Ja. Türme schießen. Das ist... Ach, habt ihr Bestückung? Habt ihr Waffen? Ja. Also ich kann im Notfall mit der Königin hier oben hinrennen. Heißt, sie sollte mich nicht töten. Testen wir einfach mal. Aber ich vertraue die Dinger jetzt nicht wirklich. Das heißt, das komplette Arsenal, was Laser angeht und eventuell auch Plasma, ist wirklich total verbuggt. Und ist dann fraglich, ob ich damit überhaupt gegen den High-End-Content von den Viechern gegen ankomme. Also mit ballistischen Waffen statt mit Laser- und Plasma-Waffen.
könnte interessant werden. Achso, testen wollte ich ja. Ja, nix, gar nix. So. Das heißt, nächster Tagesordnungspunkt. Ich muss irgendwie herausfinden, wie man das fixen kann mit den Waffen. Weil ich werde ja nicht der Einzige sein, der diese Version genutzt hat. Diese Hardcore-Version, diese Fan-Version. Da hat bestimmt irgendjemand schon fix gefunden. Oder das umgeschrieben. Wäre sonst echt schade, wenn so viel von dem Inhalt fehlen würde. Gut, zurück zur Basis. Und dann die Sachen erstmal rauspflücken und irgendeine Kiste packen, wo sie verrotten werden. Meine trusty Gatling Gun wieder mitnehmen. Du da weg, du da rein. Gut, okay, ab nach Hause. So. Kurze Bestandsaufnahme, was Roboter angeht, sind wir bei 335 und haben 162, die nichts zu tun haben. Das wird sich bald wieder ändern. Solar Panels sind nur 16 da, 30 da. Woran hapert's? Stahl wahrscheinlich. Hm? Ja, Stahl hapert's. Okay. Dabei habe ich doch unten jetzt schon alles so umgebaut, dass alle drei Schmelzen durchgehend arbeiten können und. Ein bisschen komisch. Schau ich nochmal kurz an und dann mache ich jetzt mal eine kleine Pause. Genau, die drei hier sind durchgehend am reinlegen, aber ist anscheinend nicht genug. So. Boah, guck dir das mal an. Bringt ja fast gar nichts. Nee. Da lieber Speed. Strom geht so. Ich baue mal ein paar Speed-Module und hau die dann hier rein. Ja, und Eisen ist auch beständig runter von 3,7 jetzt auf 2,2. Da werde ich auch aufpassen müssen. Plan also für die nächste Folge. Die Laserwaffen, wie gesagt, wegschmeißen und ganz viele Tanks mitnehmen für den Flammenwerfer und dann. Die werden immer größer. Dann die Basis da und die Basen da. Ein bisschen zurechtstutzen. Um an Alien-Artefakte zu kommen. Und da kommt ein regulärer Angriff von unten. Ja, der sollte nicht lange halten. Nun gut, dann bis gleich.